magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Dankeschön, Morphin. Es ist toll, dass du immer hilfst, wo du kannst. Komm bitte wieder runter, Mr. Pawsey. Oh, Morphin, kannst du mir helfen? Mr. Pawsey steckt im Baum fest und ich vermisse es, ihn in meinen Armen zu halten. Kannst du uns wieder zusammenbringen? So habe ich das nicht gemeint. Wenn ihr nicht mein Polizeiauto geklaut hättet, wärt ihr schon lange im Gefängnis. Das macht uns nichts. Ja. Morphin, oh, es ist toll, dass du da bist. Kannst du mir helfen, diese Banditen zur Polizeiwache zu bringen? Hm, okay. Oh nein. Was? Morphin, warte auf mich. Banditen zur Polizeiwache! Tschüss! Er hat uns nicht ins Gefängnis gesteckt, Stein. Ja, komm, wir reißen aus. Oh. Oh. Hey, Morphin, kannst du mir helfen, diese Kisten zu heben? Sie sind echt schwer. Oh nein, Morphin, doch nicht aufs Dach. Da bist du ja, Morphin. Was ist passiert? Dein roter Freund hat mich in einen Baum gesetzt und ist weggerannt. Das kann doch nicht stimmen. Morphin hat das nicht getan. Ich weiß, was ich gesehen habe. Morphin, wo hast du die Banditen gelassen? Wir haben die Banditen nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie du sie zur Wache gebracht hast, Morphin. Ach, wir fangen die Banditen wieder ein. Morphin, verwandle dich in einen Roboter. Der Witz ist jetzt echt alt, Morphin. Bitte hol die Kisten wieder runter. Morphin war den ganzen Tag mit mir, Papa. Wirklich? Aber er sah aus wie Morphin und war rot wie Morphin. Abgesehen von den grünen Flecken natürlich. Grüne Flecken? Natürlich. Es ist Orphin. Wir müssen ihn aufhalten, Morphin. Hi, Morphin. Kannst du mir helfen, hier Platz zu schaffen? Guck mal, Morphin. Orphin hat sich selbst rot angemalt. Oh nein! Komm, wir waschen ihn, Morphin. Verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Oh, pass auf, Morphin. Das ist nicht Morphin. Es ist Orphin. Mehr täuschen, Orphin. Dankeschön, echter Morphin. Ha, Orphin wird zurückkommen. Wir werden euch immer schnappen. Also hört einfach auf, gemeine Sachen zu machen. Wenn wir nur unseren eigenen Morphin hätten. Guck mal, Stein. Hey, Orphin, ich habe eine Idee. Danke.
Ein Affe? Gib mir meine Kamera zurück. Uff. Ist das nicht toll? Ja. Was? Wie seid ihr aus dem Knast entkommen? Nicht in meiner Stadt. Oh nein, das ist Polizist Freeze. Kein Problem. Orphel, verwandle dich in einen Dinosaurier. Ein T-Rex? Oh nein! Ich dachte eigentlich, du wärst ein größerer Dinosaurier. Ha? Was ist das alles? Oh nein! du hättest die Autos ein bisschen besser stapeln können, Orphel. Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber. Danke, Morphel. Die Banditen und ihr Affe haben meine Kamera da oben hingestellt und sind weggerannt. Die Banditen sind weggerannt? Mit einem Affen? Wir müssen ihnen hinterher, Morphel. Diese Banditen haben einen Kran benutzt, um das zu machen. Die hatten auch einen Kran? Das ist so komisch. Danke, Morphel. Oh, die Banditen. Und sie haben Orphel dabei. Hört auf, Banditen. Oh, da sind Mila und Morphel. Aber wir haben Orphel. Verwandle dich in was Großes. Könnten wir nicht ein paar Sitze oder so haben? Du hast dich so schnell verwandelt, dass wir fast runtergefallen wären. Sei vorsichtig. Kannst du nicht schneller fliegen? Der Platz ist zu klein für uns. Ja, gib uns mehr Platz, Orphel. Nicht mehr. Mit Banditen macht Spielen keinen Spaß. Das hat man davon, wenn man immer so gemein ist, Banditen. Sei vorsichtig, Morphel. Telefox hat die Zaubertiergrippe. Du musst also eine Weile Abstand halten. Wow! Wirst du nicht krank, Papa? Nur Zaubertiere können die Zaubertiergrippe kriegen. Telefox und ich bleiben drin, damit keine anderen Zaubertiere krank werden. Nicht spielen! Keine Sorge, wir haben auch drinnen Spaß. Nicht wahr, Telefox? Guck! Wie ist das wohl passiert? Ich glaube, Chroma hat auch Zaubertiergrippe. Komm ihr nicht zu nahe, Morphel. Hallo, Herr Maler. Hallo, Chroma. Ich glaube, du hast die Zaubertiergrippe, Chroma. Ach, das ist das also. Chroma fing an zu niesen, als eine große Blase vor ihr platzte. Du solltest drinnen bleiben, bis es dir besser geht.
damit du keine anderen Zaubertiere ansteckst. Wir können auch zu Hause Spaß haben. Denk mal an alles, was wir malen können. Mila, guck! Eine große Blase. Wo die wohl herkommt? Wow! Baumeister Lawrence, bring Amy besser nach Hause. Sie hat Zaubertiergrippe. Oh nein! Sicher hat eine dieser Luftblasen sie krank gemacht. Lass uns nach Hause gehen, dann wirst du gesund, Animi. Mehr Blasen! Lass uns rausfinden, wo die Blasen herkommen. Guck mal, Morphle, es ist Boba. Gehen und drinnen bleiben. Ich glaube, Boba will nicht ins Haus. Lass uns hinterherfahren, Morphle. Morphlocky, Morphle nicht krank. Oh-oh. Fühlst du dich gut genug, Boba zu folgen? Ja. Endlich haben wir dich. Du musst reingehen, Boba. Wenn du krank bist und draußen bleibst, machst du viele andere Zaubertiere krank. Wie auch Morphle. Und wir können auch zu Hause viel Spaß haben. Nicht wahr, Morphle? Ja! Wow! Siehst du, Boba? Drinnen spielen kann echt lustig sein. Hallo, Herr Eismann. Zwei Eis, bitte. Aber natürlich, Mila. Welche Sorte möchtest du? Na, was ist denn die beste Sorte? Was? Die beste Sorte? Die habe ich nicht. Weißt du, die beste Sorte wurde von meinem Großvater gemacht. Er ist um die ganze Welt gereist, um eine ganz besondere Zutat zu sammeln. Eine Blume, die so süß ist, dass sie das Eis so schmecken ließ wie nichts anderes. Wir könnten diese Blume besorgen. Wo können wir sie finden? Das ist der schwierige Teil. Jedes Jahr wächst sie an einem anderen Ort. Aber mein Großvater hatte diese Notiz hinterlassen. Die könnten euch bei eurer Suche helfen. Sieht aus, als hätten wir eine Reise vor uns, Morphle. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Diese Notizen weisen uns in Richtung Dschungel, Morphle. Lass uns dorthin gehen. Lass uns deine Nase benutzen, Morphle. Verwandle dich in einen Suchhund. Wuff, Mila! Toll! Gucken wir uns das mal an. Ach, das sind nur Beeren.
Feuer sein, Morphel. Ah! Sieht aus, als würden sie eine Art Zucker tragen. Ah! Lass uns weitersuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Blume im Dschungel ist, Morphel. Ich rieche es auch, Morphel. Sie riecht wunderbar. Lass uns schnell zum Eismann zurück. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, Eiscreme. Hier, bitte sehr, die beste Sorte. Wow, das ist sehr lecker. Wow, Eiscreme. Noch mehr? Oh, tut er mir leid, Morphel, aber das war das ganze Eis, das ich machen konnte. Ah. Aber du kannst den Löffel ablecken. Ja. Das war ein Erdbeben, Morphel. Oh, oh nein! Ich hoffe, es ist nichts kaputt. Oh, Mila! Lass uns das mal angucken. Ich frage mich, wohin das führt. Gucken wir doch mal. Morphel? Verwandle dich in einen Monster-Truck. Ganz schön dunkel hier unten. Morphel, pack einen großen Scheinwerfer aufs Dach. Gut. Durchsuchen wir die Höhle. Hallo, Mila und Morphel. Sagt mal, wisst ihr, wer dieses Loch gemacht hat? Nein, wir versuchen auch, das herauszufinden. Das ist gut, denn mir wurde auch mein Baumaterial geklaut. Wir werden uns danach umgucken. Lass uns weiterfahren, Morphel. Ah, oh! Mila, jemand hat dieses Loch gemacht und das Futter für die Zauberwesen mitgenommen. Oh je! Lass uns schnell diese Person finden, Morphel. Guck mal, Morphel, es ist der Erdhai. Erdhai, wir sind nicht sauer. Du hast diese Sachen nur genommen, um ein Zuhause für deine Familie zu bauen. Das ist so süß. Morphel, komm, wir helfen ihm, ein großes Heim zu bauen. Verwandle dich in einen Kran. Braucht ihr Hilfe? Genieß dein neues Zuhause. Aber nächstes Mal, frag bitte einfach, wenn du Hilfe brauchst. Und jetzt müssen wir wohl ein paar Löcher stopfen. Ich glaube, er möchte uns helfen. Super, dann sind wir im Nu fertig. Okay, das ist das letzte Loch. Danke für all die Hilfe. Und viel Glück mit deinem neuen Zuhause.
Tschüss. Es wird gesagt, dass sich ein Monster hier im Wald versteckt. Erst soll man es brüllen hören. Dann sieht man alle möglichen gruseligen Schatten. Und dann kommt das Monster raus und holt dich. Oh, April, du bist so gut im Geschichten erzählen. Diese Geschichte kann doch nicht wahr sein. Monster sind nicht echt. Nee, sie ist wahr. Sarah hat es mir selbst so gesagt. Und wie würde Sarah überhaupt... Oh, seid mal alle leise. Habt ihr das gehört? Es ist das Monster. Niemals. Das muss der Wind sein oder irgend sowas. Wenn du dir so sicher bist, warum schaust du nicht mal nach? Na gut, ich habe keine Angst. Die Geräusche kamen aus dieser Richtung, oder? Da, in den Büschen. Siehst du dir das an? Oh, okay. Ich wusste es. Ich wollte euch nur Angst einjagen. Sicher. Aber wir wissen immer noch nicht, wo das gruselige Geräusch herkam. Habt ihr den Schatten gesehen? Das könnte noch ein Hase gewesen sein, oder? Ich glaube, es gibt keine Hasen, die so groß sind. Schon wieder? Warum ich? Du hast gesagt, es ist nur der Wind, nicht wahr? Beweis es. Der Schatten ist da weggegangen. Du schaffst das, Troy. Na gut, los geht's. Na, ich sehe kein Monster. Ich auch nicht. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, wo das schaurige Geräusch herkam. Gib doch einfach zu, dass Monster nicht echt sind. Ah, Troy, hinter dir! Es gibt keine echten Monster! Es ist echt! Nicht Orf? Warte, du meinst, Orfel ist das Monster? Also, es gibt kein echtes Monster? Oh, dieser Orfel, das ist so gemein. Mal schauen, wie es ihm gefällt, erschreckt zu werden. Oh nein, was ist hier?
Das sind Zeitportale. Ach du heiliger Bimbam, wie ist das passiert? Diese Sachen gehören hier nicht her. Jemand muss nach ihnen suchen. Wir sollten sie zurück in ihre Zeit bringen. Was für eine gute Idee, Mila. Diese kleine Maschine sieht echt Hightech aus. Ja, sie muss aus der Zukunft sein. Du hast recht. Lass uns dorthin. Erster Halt, die Zukunft. Ja. Wartet mal. Das sieht aber gar nicht wie die Zukunft aus. Oh nein, der Mann da drüben ist in Gefahr. Morphel, verwandle dich in einen Pterodaptor. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt, Mitzeitreisende. Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich war gerade dabei, diesen Ort zu untersuchen, als meine Zeitfernbedienung weg war. Ist das wirklich deine? Ah, ja, vielen, vielen Dank. Oh, jetzt kann ich nach Hause. Halte die Hände im Fahrzeug. Nächster Halt ist das Mittelalter. Ja, genau. Bringen wir das Schwert zurück. Zeit für ein mittelalterliches Schwert aus? Das liegt daran, dass wir nicht im Mittelalter sind. Was ist mit dieser Maschine falsch gelaufen? Das ist es. Das Schwert ist mein Familienerbstück. Sie haben es geklaut. Familienerbstück? Wir haben es nicht geklaut. Wir sind gekommen, um es zurückzubringen. Das sagen alle Diebe. Polizei, verhaftet sie! Na, immerhin ist das Schwert zurück bei seinem Besitzer. Aber ich verstehe nicht, warum heute nichts funktioniert. Mach dich nicht fertig, Professor. Wir haben nur noch einen Gegenstand übrig. Das stimmt. Na, mal schauen, wo wir als nächstes enden. Puh, na endlich. Das war ein ziemlicher Umweg, aber wir sind da. Aber ich frag mich, wo das Ei herkommt. Heiliger Bimbam, warum rennen alle? Oh. Oh. Du hast das Drachenei. Bitte gib es dem Drachen zurück. Beeil dich. Oh, also ist das die Drachenmama, die nach ihrem Ei sucht? Wir müssen es zurückgeben. Aber wie?
Affe, verwandle dich auch in einen Drachen. Puh. Oh, puh. Wer ist das? Ah, du bist der Grund, warum heute alles schiefgelaufen ist. Deinetwegen hat diese Drachenmama fast ihr Baby verloren. Naja, es gab einige Probleme. Aber jetzt haben ja alle ihre Sachen wieder. Na, ich hoffe mal, dass Orphel seine Lektion gelernt hat. Ha, 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 ha,